Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Basti zockt Minecraft. Ja, wir haben ein volles Inventar. Geil. Wir gehen zurück und lernen das noch ein bisschen. Habe ich eigentlich... Ach nee, habe ich nicht. Schade, egal. Ja, das Inventar muss wirklich geleert werden. Wir müssen uns einen neuen Vorratsspeicher, nee, jetzt nicht direkt einen Vorratsspeicher, aber einen neuen Ort für Cobblestone suchen. Verbrennen will ich den jetzt nicht unbedingt. War hier irgendwas? Nein. Verbrennen oder wegschmeißen einfach so, das kann ich doch einfach nicht machen. Vielleicht brauchen wir den ja für irgendwas. Aber was, das weiß ich auch nicht. Na? Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben eine Höhlenerkundung gemacht und so. Und ich denke, jetzt wird es dann auch langsam mal Zeit, wieder an die Oberfläche hinzugehen und da irgendwas zu machen, weil ich glaube, euch geht es gerade ziemlich auf den Keks, die Hin- und Herrennerei. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir haben ja hier in der Kiste ein paar Kisten, einen Ofen. Eine Kiste haben wir hier nur. Schade, okay. Die packe ich mal ganz frech hier ins Eck und packe hier den ganzen Gruß erstmal rein. So. Ist mir jetzt egal, genau was da drin ist. So, du kommst mit. Dann kannst du rein. Dann kommt noch die Pfeile hier, die kommen mit. Den Bogen habe ich. Dann kommst du rein. Das Eisenerz, das hier kommt raus. Die Kohle kommt raus. Jupp. So. Dann kann ich hier nämlich gleich wieder was in den Ofen packen. Da müsste eigentlich noch was drin sein, so viel ich weiß. Oh ja, ganz viel. So, einmal. Daneben, ach, packen wir den. Das reicht genau für einen Stack. Haben wir hier noch was drin? Oh, da noch 8 Stück. Nice. Sollen wir langsam schon mal Schienen craften? Oder... Nee, dann machen wir erst, wenn die Strecke steht, ne? Ich fange jetzt... mach so... Und jetzt geht's dann hier weiter. Ich verfrachte das Ganze mal hier alles ein bisschen nach unten. So. Nee. Es muss dann, wenn dann, so sein. Zack, zack. Zack, zack. Und, na toll. Okay, wir haben zu viel Kohle, Leute. Dann machen wir es so. Und dann kommt hier noch Kohle hin. Und da guckt mal, der Lapis Lazuli nimmt hier unnötig Platz weg. Der ist sowas von unnötig, Lapis Lazuli. Also bitte, was wollt ihr mit Lapis Lazuli? Das ist der schrecklichste Block aller Zeiten. Ja, ich könnte jetzt mal so sagen, schon mal mein neues Projekt sozusagen vorstellen, was ich geplant habe. Und ich denke, das tut auch ganz gut, mal was an der Oberfläche zu machen. Ich nehme mir eine Schaufel mit. So, eine Schaufel brauche ich. Habe ich vielleicht noch eine da hinten in der Kiste? Passt ja so. Dann nehmen wir die noch mit. Und die da. Einfach nur so, damit es hier ist. Ja. So. Ich möchte nämlich was machen, was bis jetzt, ich denke, also ich habe es noch bei keinem gesehen oder so. Die Idee kam mir spontan, als ich mit Brain, glaube ich, war. Wieso? Wie kommst du hierher? Nee, du weißt ja, das geht so nicht. So, meins. Ja, ich habe mit Brain so ein bisschen... Ach, die ist hier reingekommen. Okay. Ja, also jetzt nochmal. Ich habe mit Brain to Play ein bisschen hier geskypt, was wir sonst immer machen. Oder hier im TS ein bisschen sind. Und, da ist mir irgendwie, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber da ist mir plötzlich die Idee gekommen, hey, das könntest du doch machen, ne? Das hat wirklich noch fast keiner gemacht, beziehungsweise ich habe es noch nirgends gesehen und das wäre an sich doch mal voll das coole Projekt. Hier nämlich in der Wüste, warte, hier, ja, wir sind hier in der Wüste, wie ihr sehen könnt, das, Leute, das ist die Wüste. Le Wüste. Und was haltet ihr davon, wenn wir hier uns einen schönen Platz aussuchen? Wie zum Beispiel genau hier. Ja, genau der hier. Der ist gut. Und hier bauen wir das Ganze ab. Und wir bauen eine Sandburg.
Also es muss ja nicht hier so was richtig hammer-arg-mäßig Geiles sein, aber ich habe irgendwie Bock, hier eine Sandburg zu bauen. Also mit so Türmen und so und ein bisschen Sandstone mit drinne und mit Sand halt so ein bisschen. Und ich finde die Idee, also ist ja auch meine Idee, also ich persönlich finde sie cool. Und ich würde es jetzt mal echt cool finden, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr diese Idee fändet. Ich mache jetzt nämlich gerade so eine Zwischenfolge. An sich wollte ich ja eigentlich am Tunnel weitermachen. Allerdings habe ich mir gedacht, ja, komm, jetzt so viele Folgen am Stück am Tunnel, das tue ich euch mal lieber nicht an. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch mal meine neueste Idee vor und die werde ich auch umsetzen, so gut wie es geht. Jetzt erstmal hier ein bisschen die Fläche ebenen, so. Da kann man dann auch schön einen Weg hinlegen, weil unser Zuhause ist ja da hinten in diese Richtung. Oh, mein Optifine funktioniert nicht. Das liegt daran. Nein, nicht daran. Aber oh, ja, wir können ja mal was Cooles machen. Ja. Wo ist es denn? Wo ist denn Dutch was, glaube ich? Nee, geht nicht, geht nicht. Wo ist denn Netherlands? Netherlands. Da hören sich die Sachen so genial an. Netherlands. Hier, Netherlands. So. Gerät. Ja, Gerät. Nein, Besteuerung. Hier E. Gerät. Wie hieß das jetzt? Wartet. Durugnahetsbell. Okay, gut. Dann setzen wir hier mal den ganzen. Wieso wird der Name nicht angezeigt? Och, Mann. Grafische Einstellungen. Niveau. Wretzam. Luanof. Verdammt, wo stelle ich denn das an, dass der Name da unten angezeigt wird? Egal, Gerät. Ah, jetzt geht's auf einmal. Das hier ist der Sand. Der Sand. Wir setzen jetzt ein bisschen Sand. So. So, bis hierhin mal. Und der Buchstabe muss weg. Und hier, das hier ist ein Bog. Und das hier ist ein Diamantenzwart. Ey, das ist so göttlich, in einer anderen Sprache hier zu spielen. Ich liebe es. Und ja, auf jeden Fall sehr geil. Sehr, sehr geil. So, der Zahn. Dann haben wir hier ein Sternenschäb. Ein Sternenschäb. Erinnert mich ja so an Sternenschiff oder so. Keine Ahnung. Hört sich halt so an. Und dann kloppe ich die Seite hier weg. Ich baue hier ganz gechillt einfach mal eine Sandburg. Yay. Und ich lege jetzt einfach nur einen Grundstein. Ob ich die jetzt vor dem Tunnel fertigstelle, das ist eine andere Sache. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht könnte ich es ja so machen, dass ich den Tunnel fertigstelle, die Sandburg baue und dann einen Tunnel zur Sandburg baue. Ich würde sagen, die Idee ist doch eigentlich ganz cool. Ich tue jetzt gerade hier so ein bisschen Platz machen, wie ihr es sehen könnt, damit das Ganze hier auch gut wird. So, allerdings muss ich sagen, mich nerven so ein bisschen die Waypoints. Die schalte ich jetzt nämlich alle mal aus. Exit, so, alles ist wieder in Ordnung. Ich bin zufrieden. Jetzt, ja, da muss das hier muss weg. So, die Ebene passt. Ich will jetzt nicht so den ultra-mega-hohen Turm. Oh ne, die hier muss ich auch noch wegmachen. Den ultra-mega-hohen Turm machen oder so. Aber ja, einfach halt so eine Sandburg mit in der Mitte so einen Turm, an den Außen so einen Turm. Und halt hauptsächlich was mit Sand bauen, weil ich meine, ein bisschen Schand. Guck, da war der Sprechfehler mit SCH und ihr wisst, was ich meine. Ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, wie ich es mir gedacht habe, indem ich jetzt hier zum Beispiel einen dieser Türme mache. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So, das hier wäre jetzt. Nee. Das hier wäre jetzt einer dieser sogenannten Türme. So. Nee, dann muss der hier weg. Und dann geht es hier hoch. Dass ich dann noch ein bisschen Holz mit einarbeite. Und dann hier zum Beispiel den Bogen drüber. Hier so ein Half-Slab. Und dann kann sich der Sand da oben drauf stapeln. Oder ja, eben mal gucken, wie wir das alles hier geregelt kriegen. Ich baue jetzt einfach mal nur den Sandturm hier. Dann würde ich nämlich. Warte. Wie wäre es, wenn ich. Oh, da habe ich. Ich
Ich habe auf jeden Fall schon so ein paar Ideen. Das hier wird ein Turm, was weiß ich, den machen wir so 20 Blöcke hoch. Dann eine Mauer aus Sand, irgendwie eine Falltür, dass wenn ich auf einen Hebel drücke, der Sand nach unten geht. Allerdings weiß ich nicht, wie ich ihn dann wieder nach oben mache. Ja, ihr könnt ja selber mal so ein bisschen Brainstorming machen, was ihr euch für diese Sandburg hier wünscht. So wirklich... ja, gut. Oh, da hinten ist ja auch das NPC-Dorf. Das heißt, das hier wird dann die Zuflucht für die NPCler. Warte, jetzt muss ich 1, 2, 3 rein. 1, 2, 3, 4. Und jetzt dann 1, 2, 3. So. Hä? Ist es richtig? Warte, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ja, ja. Müsste eigentlich hier passen. Oh, wir haben keinen Sand mehr. So, deswegen habe ich mir auch die Wüste ausgesucht, weil da ziemlich viel Sand ist. Ich werde aber die Landschaft so terraformen, dass es noch nach Wüste aussieht. Also nicht hier alles bis auf den kahlen Berg, kahlen Fels hier abroten. Nämlich das alles einfach so dann lassen und ja, dass es halt aussieht, als ob es stinknormale Wüste wäre. So. Also ist es eigentlich 1, 2, warte, 1, 2, 3, 4. Ist es richtig so? 1, 2, 3, 4. Ja gut, das passt dann. Dann mache ich die Sache nämlich, nee, nicht so. Hier, ja, 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 das müsste eigentlich so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde versuchen, die dann umzusetzen. Also so im Prinzip jetzt noch das Ganze auf die andere Seite noch verfrachten. Dann können wir in der Mitte irgendwie eine Hütte bauen oder so. Mit Untergrundbahn. Und ja, jetzt guckt euch das mal an, so von vorne. Seht man auf jeden Fall, dass hier eine Struktur mit drin ist. Und eine Sandburg bauen. Ich weiß nicht, das habe ich mir schon immer mal so geträumt. Also, ja, was heißt geträumt? Ich habe mir immer so, schon mal so gedacht, komm, jetzt baust du mal eine Sandburg. Aber ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt brauchen die Leute ein bisschen Abwechslung von dem ganzen Tunnelgrab-Gedöns. Wieso machst du nicht einfach mal was anderes? Und jetzt habe ich mir gedacht, let's go, let's make a Sandburg. Sandburg? A Castle of Sand. Oder Castle of Glass, wie der neue Song von Linkin Park. Kennt ihr den? Den finde ich ja mal richtig geil. Ja, okay, was heißt neu? Der ist auch 7 Monate alt, aber ich habe ihn erst vor 4, 5 Tagen im Radio gehört und habe gedacht, boah, der hat's drauf. Und sofort mein Lieblingssong, ich höre den nur noch im Auto. Meine Schwester hat das Album, ich habe es nicht gewusst. Und ich fand es einfach nur hammergeil. Ich liebe diesen Song, das ist wirklich einer meiner Lieblingssongs. Und ich bin echt mal gespannt, ja, was hier aus dem Projekt Sandburg wird. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, oh ne, ich will kein Bier, so. Der hier weg. So, jetzt werden höchstwahrscheinlich die Mobs spawnen. Ich werde mal, ach nein, ich habe vergessen, die Fackeln mitzunehmen. Leute, ich muss schnell zurückdüsen. Ich setze mir hier trotzdem mal einen Waypoint. Den darf ich mir setzen, nämlich mit dem Namen Sandburg. So, okay. Wunderbar. Dann düse ich jetzt zurück in unser Heim und hoffe, dass mir unterwegs keine Mobs über den Weg laufen. Ja, die Vorschläge könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Umsetzen. No, slash toggle downfall. So. Ja, denn die Vorschläge werde ich dann umsetzen, höchstwahrscheinlich in den Folgen darauf, weil ich nehme immer wieder so im Voraus auf, weil es sich dann ja leichter regeln lässt. Es ist jetzt gerade Wochenende. Das Wochenende tue ich durch aufnehmen und dann kann ich es unter der Woche. Oder es wird ja automatisch dann freigegeben. Deswegen, also für mich ist es ziemlich praktisch, wenn wir das so machen und es hat bis jetzt keine wirklichen Probleme gegeben. Da ist ein Loch, da ist mein Zuhause. Zuhause, Basti ist zu Hause. Juhu! So. Ja, und die Nahrung hier, die tue ich erst wieder ernten, wenn wir hier einen Kornspeicher haben.
Das habe ich nämlich auch noch vorzumachen. Oh mein Gott, Leute, wir haben so viel vor und da stehen die Hühner und hier steht noch ein Huhn. Hier habe ich ein Ei und hier ist noch ein Huhn. Ich finde es wirklich eine gute Lösung, dass wir die Hühner jetzt frei rumlaufen lassen. So. Nein, ich schlafe ja jetzt in dem Haus. Wie geil. Ich wollte gerade zurück in den Dschungeltempel. Ups. Hey. Ups. So. Ja, und demnächst wird wieder ein Gast mit dabei sein. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Dieser Gast wird keine Ahnung wann dabei sein. Obstan stand da. Also aufstehen heißt Obstan. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Basti. Bis dann.